Hi, ihr wollt jetzt sicher wissen, wer ich bin. Also, mein Name ist Doreen. Ich bin eine Frau und ich habe mich schon vor vielen, vielen Jahren, und zwar mit, ja, ich denke so mit 25, auf den Weg gemacht, mich selbst weiterzuentwickeln. Ich habe im ersten Beruf Krankenschwester gelernt und das war 1997 und das ist schon ganz schön lange her und seitdem habe ich viele, viele Bereiche der Pflege kennengelernt. Ich war in einem Altenheim, einem Pflegeheim, in einem Seniorenheim, ich war in der Hauskrankenpflege, ich war auf einer Onkologiestation über 5 Jahre gleich zu Beginn meiner Krankenschwesterkarriere und habe da auch vielen, vielen Menschen die letzten Wege ermöglicht. Ich war im Außendienst, war Stoma-Fachschwester, habe ganz viele Menschen zu Hause betreut mit künstlichen Darmausgängen und mit Problemen mit der Blase, also mit Selbstkatheterismus und suprapubischen Kathetern. Ich war im Kinderheim, ich habe in Wohngruppen mit Kindern zusammengearbeitet und ich war auch in der Behindertenhilfe. Habe da in einer Wohnform für behinderte Menschen eine Zeit lang gearbeitet und war da auch Leitung. Und inzwischen bin ich Sozialpädagogin, habe also nochmal studiert nach meinem Burnout. Und ja, bin jetzt sozusagen auch privat angetreten, mich für Pflegende aufzustellen und das, was ich gelernt habe, an dich weiterzugeben. Ich schreibe für mein Leben gern. Ich wollte immer Schriftstellerin werden und habe auch schon einige Bücher verfasst. Die findest du bei Amazon. Und ich spreche total gern über Dinge. Deswegen gibt es auch einen Podcast von mir, den du hier findest. Und ich habe mir mit Ü40, als ich 40 geworden bin, gegönnt, ein paar Dinge zu machen, von denen ich immer geträumt habe. Also ich habe mir einen eigenen Blog gegönnt. Ich wollte mit dem Blog Ü40 Frauen inspirieren, wieder Dinge zu tun und sich zu trauen. Und ja, mach jeden Tag etwas. Ich lebe in einer Folgefamilie. Wir sind im Wechselmodell. Ich selber habe keine Kinder bekommen. Das war auch eine größere Tragödie in meinem Leben. Aber jetzt mit fast 43 habe ich das Thema, denke ich, ganz gut verarbeitet. Ich habe also einiges im Leben schon erlebt und auch vielen Menschen durch meine Ausbildung als Heilpraktikerin, die ich 2009 abgeschlossen habe und auch schon meine eigene Praxis hatte, konnte ich schon vielen, vielen Menschen helfen, sich und ihr Leben neu auszurichten und zu üben, wie es ist, sich wieder selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Und genau das ist mein Anliegen. Und dafür ist auch Rüner Mona da. Und mit Sozialberufen werde ich jetzt vor allen Dingen für Pflegende meinen Teil beitragen. Ich freue mich, dass du da bist. Und wenn du Fragen hast, dann schreib mir einfach in dem Kontaktformular, dann beantworte ich dir die natürlich.